Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Eine liebende, treue, achtsame und weise Frau. Das Spiegelbild von Hazrat Khadija, Rasiatallah Anha. Eine Frau mit einer starken Persönlichkeit. Liebe Kinder und liebe Zuschauer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Islamische Kindergeschichten mit dem heutigen Thema Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha. Liebe Kinder, bevor ich euch etwas über Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha erzähle, will ich euch fragen, wer Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha überhaupt war. Fersan? Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha war die Ehefrau von dem verheißenen Messias a.s. Genau, Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha war die Ehefrau vom verheißenen Messias a.s. Liebe Kinder, Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha hieß Hazrat Sayyida Nusajahar Begum Sahiba und später bekam sie auch den Namen Aisha. Sie wurde in Delhi als die Tochter von Mir Nasir Nawab Ziyatallah Anha und Sayyida Begum Sahiba im Jahr 1865 geboren. Es war die Epoche der Moralherrschaft. In den Palästen war Bildung üblich und Prinzessinnen beherrschten die Sprachen Persisch und Urdu sehr gut. Auf diese Art und Weise wurde Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha erzogen. Das heißt, sie hat den heiligen Koran, Religion, zum Teil Geschichte des Islams und das Kochen erlernt. Sie beherrschte die Urdu-Sprache sehr gut, sodass, falls der verheißene Messias a.s. eine Frage über ein Wort aus der Sprache hatte, sich als allererstes an Hazrat Ammajan wandte. Liebe Kinder, wisst ihr, in welche Institute nach ihrem Namen benannt wurden? Also wisst ihr, was Institute sind? Das sind Einrichtungen, also wie Schulen oder so. Ja, also? Musad Girl High School. Ja, Meher? Jamia Nusrat. Ja, Amara? Nusrat Express. Nusrat Press. Und ja? Nusrat Scheme. Nusrat Jahan Scheme, ja, richtig. Liebe Kinder, in einer Offenbarung wurde Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha Khadija genannt. Darüber sagt der verheißene Messias a.s. Meine Frau wurde deshalb Khadija genannt, weil sie die Mutter einer segenreichen Nachkommenschaft ist, so wie auch damals eine segenreiche Nachkommenschaft versprochen wurde. Und das ist nur ein Hinweis darauf, dass diese Ehefrau aus der Sayyid-Familie sein wird. Sayyida Nusajahar Begum Sahiba Ziyatallah Anha besaß auch die vorzüglichen Eigenschaften von Hazrat Khadija Ziyatallah Anha. Sie, Ziyatallah Anha, glaubte an jede Verkündung des verheißenen Messias a.s. sofort und vom ganzen Herzen und mit fester Überzeugung, ohne jeglichen Zweifel. Auch in schwierigen Situationen stand sie dem verheißenen Messias a.s. beispielhaft zur Seite. Weiß denn jemand von euch, wie viele Jahre nach der Hochzeit der heilige Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam und Hazrat Khadija Ziyatallah Anha miteinander verbracht haben? Du, Rissamin? 24? Ja, 24 Jahre. Und genauso verbrachten auch der verheißene Messias a.s. und Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha 24 Jahre gemeinsam. Allah hat dem verheißenen Messias a.s. nach seinem Prophetentum den Titel Vater der Gläubigen gegeben und Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha den Titel Ummul Mu'minin, also die Mutter der Gläubigen. Der Vater von Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha wurde von der gesamten Jamaat Hazrat Nanajan genannt und ihre Mutter Hazrat Nanijan. Liebe Kinder, jetzt erzähle ich euch etwas über die Heirat von Hazrat Ammajan Ziyatallah Anha. Es gibt sehr wenige Frauen, die mit der zweiten Ehefrau des Mannes liebevoll umgehen. Bevor der verheißte Messias a.s. sie heiratete, war er bereits verheiratet gewesen. Hazrat Ummul Mu'minin Ziyatallah Anha behandelte sie in keiner Weise schlecht, sondern stets liebevoll und freundlich. Der erste Khalif Ziyatallah Anha fragte einst Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib Ziyatallah Anha: Ich kenne sie zwar sehr gut, aber was ist der Grund dafür, dass ihre Tochter den verheißenen Messias a.s. zum Ehemann bekommen hat?
Darauf antwortete Hazrat Mir Sahib Raziatala Anho: Der wahre Grund ist auf jeden Fall Allahs Segen über uns. Jedoch muss ich hinzufügen, dass es seit der Geburt meiner Tochter nicht eine Maß gab, in dem ich nicht Folgendes für sie gebetet hätte. O Allah, wer auch immer deiner Meinung nach ein geeigneter Ehemann für sie sei, mit jenem soll ihre Eheschließung stattfinden. Und Allah hat meine Gebete erhört. Allah hat dieses Ehepaar geschaffen, um einen gesegneten Sohn auf die Welt zu setzen. Dessen Nachricht der heilige Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in einem Hadith gab, in dem es heißt, dass sie eine gesegnete Nachkommenschaft haben werden. Liebe Kinder, kennt ihr einen der Söhne von Hazrat Amajan Ziyadala Anha? Wagar? Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib. Ja, genau, richtig. Er war der verheißene Sohn. Wisst ihr, welcher Khalif er war? Also welche Nummer? Basir? Der zweite. Ja, richtig. Er war der verheißene Sohn. Wie viele Kinder hatte denn Hazrat Amajan Ziyadala Anha insgesamt? Ja? 10. Ja? 5 Mädchen und 5 Jungs. Liebe Kinder, Hazrat Amajan Ziyadala Anha war den Kindern und der Jamaat gegenüber stets gnädig, beruhigend und zuversichtlich, bis zu 40 Jahren treu geblieben. Ihr Wesen war der Spiegel des Charakters des verheißenen Messias alaihi salam und wurde so für die Menschen ein Weg der Segnung und Gnade. Ihre Persönlichkeit war auch dadurch für die Kinder und die Jamaat segenreich, da sie durch ihre unzähligen Gebete auch eine Hilfe darbot. Ihre Segnungen werden durch die gesegneten Nachkommen der Menschheit bis zum Tag des jüngsten Gerichts erhalten bleiben. Liebe Kinder, Hazrat Amajans Liebe und Gehorsamkeit gegenüber den Gebeten und zur Khilafat war beispielhaft. Hazrat Nusrat Jahan Begum Sahiba Raziatala Anha folgte ihren zwei geliebten Vorbildern und liebte Gott vom ganzen Herzen und vertraute nur auf seine Hilfe. Sie glaubte felsenfest an die Existenz des lebendigen Gottes. Deshalb glaubte sie auch an die Wirkung und Erfüllung der Gebete. Sie verrichtete ihre Gebete pünktlich und nach der Sunna. Hazrat Amajan Ziyadala Anha rezitierte den Heiligen Koran sehr häufig. Als ihr das Lesen schwer fiel, bat sie jemanden, ihr aus dem Heiligen Koran vorzulesen. Liebe Kinder, Hazrat Amajan Ziyadala Anha kümmerte sich sehr um ihre Gäste. Sie organisierte das Essen mit großem Eifer und war nie besorgt. Das Haus des verheißenen Messias alaihi salam war stets ein Ort der Besucher und Hazrat Amajan Ziyadala Anha erfüllte ihre Pflicht mit besonderer Gastfreundlichkeit. Almosen geben und den Armen helfen gehörte auch zu den besonderen Eigenschaften von Hazrat Amajan Ziyadala Anha. Zu ihrer Erziehung möchte ich noch sagen, dass die allererste Sache, die Heirat, die Hazrat Amajan Ziyadala Anha ihren Kindern beibrachte, war die Abneigung gegenüber Lüge. Von frühester Kindheit an erklärte sie ihren Kindern, dass egal welchen Fehler sie auch immer begangen haben, sie durch Lügen keinesfalls einer noch so schlimmeren Strafe zu entkommen versuchen sollten. Es ist nicht möglich, die Frömmigkeit und Gottesfurcht von Hazrat Amajan Ziyadala Anha in Worte zu fassen. Mögen wir von dem reinen Charakter und der Gottesfurcht von Hazrat Amajan Ziyadala Anha lernen und ihren Weg folgen, der uns voller Segnungen ist. Amin, Allahumma Amin. Ich hoffe, dass auch Sie, liebe Zuschauer, aus unserer heutigen Sendung vieles mitnehmen und auch das nächste Mal wieder einschalten. Ich verabschiede mich mit den Worten Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam.